Und damit starten wir auch ins erste Panel. Das heißt Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit online, ein Problemaufriss. Darum soll es gehen. Wir werden jetzt 3 Vorträge circa 10 Minuten hören. Und Sie haben dann im Anschluss die Möglichkeit, nochmal, ich glaube sogar 40 Minuten Fragen zu stellen, weil wir ein bisschen mehr Zeit haben als gedacht. Also hören Sie gut zu, schreiben Sie Ihre Fragen sehr gerne auch in die App mit rein, dass wir also hier die auch nochmal vorbringen können. Wir starten mit Simone Raphael von der Amadeo Antonio Stiftung und auch Chefredakteurin von Bell Tower News. Ihr Vortrag heißt Rassismus und Sexismus im Infokrieg. Digitale Gewalt als rechtsextremer Kulturkampf. Und was jetzt genau dieser Infokrieg sein soll, das erklärt sie jetzt. Ich versuch's. Wow, ich muss zugeben, ich bin gerade jetzt ein bisschen beeindruckt, direkt nach diesem wahnsinnig tollen Kino zu sprechen. Ich hoffe, ich kann ähnlich gut plausibel machen, worum es uns geht, da wir auch ein bisschen diejenigen sind, die auch auf die Seite gucken, wo es nicht so schön ist, weil wir der Meinung sind, dass es sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen, was dort passiert, damit wir als digitale Zivilgesellschaft gute Gegenstrategien dazu entwickeln können. Ich persönlich bin die Chefredakteurin unseres journalistischen Angebots Bell Tower News, Netz für digitale Zivilgesellschaft aus der Amadeo Antonio Stiftung. Wer uns noch nicht kennt, kommen Sie mal vorbei. Wir machen eine tagesaktuelle Website, wo man alle Nachrichten zum Tage sich immer anschauen kann, mit vertiefenden Analysen und Berichten über Themen, die uns sehr am Herzen liegen, auch über gute zivilgesellschaftliche Arbeit. Ich hoffe also tatsächlich, dass der ein oder andere schon mal bei uns war oder demnächst mal vorbeikommt. Es gibt uns nicht nur im Web, sondern auch auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Und als ich angefangen habe, sozusagen dort zu arbeiten, lag die Beschäftigung mit dem Thema Hate Speech dann gleich sozusagen auf dem Tisch, weil man kann zu diesen Themen online nicht arbeiten, ohne sich auch damit auseinanderzusetzen, dass es sehr viele Menschen gibt, die dort diese Einstellung auch vertreten. Ich habe jetzt ein paar Buzzwords sozusagen in diesen einleitenden Vortrag in den Titel gemacht, auf die ich kurz eingehen möchte, weil es sollen nur 10 Minuten werden, um einmal darzustellen, vielleicht ein paar Hintergründe dazu, was wir sehen online, was wir erleben, weil wir alle, die wir hier sitzen, ja auch diese Erfahrungen, denke ich, teilen. Warum es tatsächlich manchmal so schwierig ist oder so viele Angriffe uns erreichen. Habe ich gerade eine? Ah, ich habe eine Folie übersprungen. Entschuldigung, sehen Sie mal, jetzt bin ich erstmal noch verwirrt, aber das wird schon gehen. Kurz Zusammenfassung sozusagen, Lage im Netz. Ich glaube, auch wenn wir jetzt alle schon seit einigen Jahren an diesen Themen arbeiten, muss man nach wie vor leider feststellen, dass viele Dinge in sozialen Netzwerken nach wie vor nicht richtig rundlaufen, dass nämlich Desinformation, Provokation, aggressives Verhalten, Rassismus, Sexismus oder auch andere Formen von Hass auf alle möglichen Gruppen nach wie vor sehr gut funktionieren, für sehr viel Klicks sorgen, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und insofern sich zum Teil eben dort, wo es möglich ist, sogar auch noch monetarisieren lassen. Dass wir sehen, dass der Hass sich sozusagen ausweitet, wenn man irgendwie schon eine ganze Gruppe, Menge von Gruppen gefunden hat, stellt man fest, man kann aber auch noch beispielsweise Politiker und Politikerinnen hassen, Journalisten und Journalistinnen, man kann NGOs angreifen, die für Menschenrechte sich einsetzen oder für Demokratie. Und ich würde tatsächlich, wie auch in der Einladung schon kurz erwähnt, auch davon reden, dass es sich um Hass handelt, der sich auch gegen die Demokratie als System richtet. Also dass es eben nicht mehr so ist, was eben auch schon anklang, dass wir irgendwie gucken auf besorgte oder kritische Menschen, sondern wir haben es schon damit zu tun, dass Leute eigentlich die Demokratie als System auch verkehrt finden und abschaffen möchten und alles, wofür sie steht. Wir haben natürlich auch schon Formen von Gegenwehr und Gegenrede, aber jeder, der vielleicht mehr zu diesen Themen im Netz unterwegs ist, wird schon auch feststellen, dass die oft noch ein bisschen länger braucht, nicht so lange durchhält wie die Hater und Haterinnen und warum das vielleicht der Fall ist, dazu möchte ich ein paar Worte jetzt sagen. Genau, da ist dieser mysteriöse Infokrieg, also einer ist auf alle Fälle dabei, den können Sie hier sehen, Martin Sellner, Kopf der Identitären Bewegung, Deutschland, Österreich. Sein YouTube-Header ist das, den wir hier sehen, wo er schon einlädt, willkommen im Infokrieg, machst du mit. Das deutet schon darauf hin, dass wir es nicht damit zu tun haben, dass nur ganz viele Mengen, ganz viele besorgte oder verärgerte oder sonst wie unangenehme Menschen im Internet ihre Meinung kundtun, sondern dass es tatsächlich auch eine Organisation dieser Hassströme gibt, die wir sehen. Und das ist dieser sogenannte Infokrieg, der wirklich als Strategie auch so propagiert und in vielen verschiedenen rechtsextremen Gruppen geteilt werden. Die Zitate, die wir hier sehen, sind aus dem Handbuch für Medienguerillas, das sozusagen in der eher jugendlichen, netzaktivistischen, rechtsextremen Szene geteilt wurde, wo das zum Beispiel dann so beschrieben wird. Die Mainstream-Medien bilden ein gemeinsames Fake-News-Cluster. Sie lügen, manipulieren und verdrehen die Wahrheit, wie es ihnen passt. Es gilt also, Aufmerksamkeit zu schaffen für Themen, über welche die Fake-News-Mainstream-Medien eine News-Sperre verhängt haben.
Und das tun die Rechtsextremen also als ein Teil ihres Aktivismus im sogenannten Infokrieg. Und wie sieht der aus? Infokrieg besteht darin, die Filterblasen der Durchschnittsbürger zu infiltrieren. Man soll sich unauffällige Accounts machen, man soll versuchen, erstmal so ins Gespräch mit Menschen zu kommen und dann nach Möglichkeit dorthin zu gehen, wo viele diskutieren, beispielsweise in die Kommentarspalten von Medien oder die Social-Media-Kanäle von Medien, dort normale Informationen als Fake News markieren, Leute in Diskussionen verwickeln. Keine linken Betonköpfe, das verschwendet doch Zeit, Durchschnittsbürger eben, und dann klicke dich per Kommentar in die Diskussion ein. Also tatsächlich sehr gezielte Anweisungen, und wenn man jetzt denkt, irgendwie, das haben Sie vielleicht nur irgendwann mal aufgeschrieben, man kann das tatsächlich online auch genau so beobachten, dass es eine rechtsextreme strategische Aufstellung ist, um Andersdenkende oder Anderslebende anzugreifen. Zum Teil dieses Infokriegs gehört auf alle Fälle auch die ständig wachsende Menge an sogenannten alternativen Medien, also Blogs, Social-Media-Angeboten oder Ähnlichem, die als ihren einzigen Lebenszweck sehen, eben tatsächlich Desinformationen zu verbreiten, die nach Möglichkeit Gruppen von Menschen gegeneinander aufhetzen sollen, die eine Bedrohungslage entwickeln sollen, damit Leute einen Handlungszwang verspüren. Und das sind sozusagen Strukturen, die beispielsweise auch gezielt gefördert werden. Es gibt zum Beispiel gerade auf der Webseite der Identitären Bewegung eine Veranstaltungseinladung. Ich würde diese Veranstaltung wirklich gern besuchen. Ich werde dort leider nicht willkommen sein, wo sie aber genau das nochmal diskutieren werden und zum Beispiel in der Einladung auch schreiben, eine unserer stärksten Waffen in der metapolitischen Auseinandersetzung bleibt die alternative Medienarbeit und der tägliche Infokrieg. Ist also ein sehr aktuelles Konzept. Veranstaltung findet nächsten Monat statt. Vielleicht kann man sich irgendwie dort trotzdem noch irgendwie mit auseinandersetzen. Die Beispiele, die ich hier auf der Seite habe, zeigen auch schon ein bisschen, es wird ja jetzt gleich ein bisschen Richtung Sexismus gehen und Angriffe gegen Frauen speziell auch. Und man kann sehen, dass Frauen auf alle Fälle in dieser Blase, auch wenn sie vielleicht nicht sehr stark vertreten sind, doch immer ein Thema sind. Egal, ob sie wie beim Kompaktmagazin oben Greta nervt sind, also Frauen, die sich wagen, zu politischen Themen zu äußern und die dann auf diese Art und Weise erstmal degradiert werden müssen, ob hier ermordet und vergessen bei YouWatch beispielsweise geschrieben wird. Wir möchten jetzt sagen, worum mag dieser Artikel gehen? Er geht um die Kriminalitätsstatistik, die letzte Woche vorgestellt worden ist. Und da hat in dem Fall YouWatch vermisst, dass speziell Straftaten nach sozusagen Täterherkunft oder Ähnlichem aufgeschlüsselt werden, was halt in dieser Statistik an der Stelle nicht vorgesehen ist. Oder das untere Beispiel irgendwie, Radikalfeminin ist ein antifeministischer, IB-naher Blog von rechtsextremen Frauen, wo das Antifeministsein, übrigens auch genau ohne die Endung, auch auf diesem T-Shirt schon gleich mit propagiert wird. Warum machen die das? Warum ist ihnen das so wichtig? Das Stichwort ist eben schon mal kurz gefallen. In der rechtsextremen Szene heißt das Metapolitik. Metapolitik passiert im vorpolitischen Raum, also dort, wo man vielleicht noch nicht mit einer politischen Einflussnahme rechnet. Und auch das haben Sie sehr schön beschrieben, was man hier auch halb gut lesen kann. Metapolitik bedeutet, neue Zugangswege zu einer echten politischen Veränderung zu schaffen. Ein Wandel entsteht durch Schaffung und Normalisierung von neuen Begriffen, Symbolen, Plattformen, Strukturprojekten und Bildern. Also was, worum geht es eigentlich? Die rechtsextreme Szene fühlt sich in der Realität, in der wir uns befinden, nicht richtig repräsentiert, weil sie Dinge ja vollkommen anders sehen und finden also, sie müssen versuchen, ihre rassistische, sexistische Sicht der Dinge irgendwie zu einer Realität zu machen, und das machen sie halt durch diese metapolitischen Anstrengungen. Nee, so. Okay, warum ist das ein Kulturkampf? Weil den Kulturkampf hatten wir auch schon mit drin. Es geht natürlich zum einen darum, eine politische Kultur zu verändern, ein demokratisches System eben zum Beispiel abzulösen und die Werte, für die das Grundgesetz und Ähnliches stehen. Aber es ist auch ein Kampf, der mit kulturellen Mitteln ausgeführt wird. Also wo es tatsächlich auch genau darum geht, beispielsweise gerade die Sprache zu verwenden, um damit neue Realitäten zu schaffen. Und das können wir tatsächlich im Internet jeden Tag beobachten und leider auch sozusagen in der Gesamtgesellschaft, wie funktionabel das ist und wie gut das manchmal funktioniert. Sprache wird also als Einfallstor verwendet, um beispielsweise Begriffe aufzuladen, Abwertungen einzubauen, Dinge, die ursprünglich mal neutral waren, sozusagen mit anderen Bedeutungen zu belegen, bis wir selber irgendwie ein negatives Bild dazu im Kopf haben, demokratische Strukturen abzuwerten. Da denken wir beispielsweise mal an das Wort der sogenannten Asylindustrie für Menschen, die sich für Geflüchtete einsetzen. Ein Wort, was aus der rechtsextremen Sphäre kommt, inzwischen aber durchaus auch in an die Gesamtheit gerichtete Medien zu finden ist oder auch von Politikern und Politikerinnen bisweilen verwendet wird, bis ihnen jemand sagt, dass das vielleicht keine gute Idee ist, das zu tun. Aber man sieht, dass diese Frames, die da gesetzt werden, halt tatsächlich in der Gesellschaft ankommen. Es geht auch um Begriffe, wenn beispielsweise Rassismus
rassistische, islamfeindliche oder demokratiefeindliche Bedeutungen draufgelegt werden. Ich denke zum Beispiel an die Facharbeiter. Das war mal ein ganz normales Wort, bis es sozusagen als Chiffre in der rechtsextremen Szene entdeckt wurde, um damit Geflüchtete zu bezeichnen und damit genau das Gegenteil auszusagen, nämlich dass man nicht der Meinung ist, dass es von Vorteil ist, wenn Menschen mit vielfältigen Hintergründen oder in dem Fall eben auch aus Schutz und aus der Flucht, die sie halt nehmen müssen, nach Deutschland kommen. Anderes Beispiel, gerade aktuell aus dem AfD-Wahlkampf, ist beispielsweise immer diese Brüssel, jetzt reicht's, Plakate der AfD, wo sozusagen Brüssel beispielsweise auch als Synonym aufgebaut wird für einen EU-Apparat, der nicht funktioniert. Und das sind tatsächlich Bilder, die durchaus auch in die Gesamtgesellschaft einfließen. Worum geht es dabei im Großen und Ganzen? Es geht darum, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben und tatsächlich auch inzwischen sind wir so weit, dass es auch um die Grenzen des Machbaren geht, aber darüber wird mein Kollege gleich sprechen, der den zweiten Vortrag hält. Sexismus ist dabei immer ein Thema, es ist ein grundlegender Teil aller Konzepte digitaler Gewalt und auch das wurde durchaus schriftlich festgehalten, beispielsweise in einem Schreiben, was eben auch bei Reconquista Germanica, einem rechtsextremen Discord-Server, geteilt wurde. Da ist von Frauen tatsächlich öfter die Rede. Sie sind in der Regel als Opfer auserwählt an dieser Stelle. So wird dort zum Beispiel empfohlen, dass Leute, die man angreifen soll, beispielsweise bekannte Feministen und Feministinnen, oder nee, in dem Fall besonders bekannte Feministinnen sein sollen, die man sozusagen besonders reizen und trollen soll. Es wird auch empfohlen, oft werden Social-Media-Accounts von großen Unternehmen von jungen Frauen bespielt. Diese sind klassische Opfer, die soll man sich also nehmen und sie angreifen. Und falls man dann ausnahmsweise doch mal auf eine Frau trifft, die gut argumentieren kann und die man nicht so leicht aushebeln kann, soll man sie bedrohen. Schwacher Punkt ist oft die Familie, also tatsächlich sozusagen darüber auch reinzugehen, dass man jeden Anstand fallen lässt, um seine eigenen, um seine eigenen Positionen durchzusetzen. Diese Erfahrung, wie gesagt, steht nicht nur in Papern, sondern es ist das, was tatsächlich Frauen auch wirklich erleben und das heißt, dass es auch Folgen hat. Es gibt eine Studie aus dem letzten Jahr von Amnesty International, die beispielsweise sich 800 Frauen Twitter-Accounts rausgesucht hat, in den USA war das allerdings irgendwie, und beobachtet hat, wie viel Hassinhalte kriegen diese politisch aktiven Frauen, die diese Twitter-Accounts betreiben, irgendwie so zu sehen. Sie haben zum Beispiel festgestellt, dass bei der Gesamtheit aller Accounts alle 30 Sekunden eine antifeministische oder sexistische Anfeindung einging. Frauen mit einer weißen Hautfarbe erhielten einen von 15 Tweets, der abwertend war. Und wenn man dann sozusagen sich nochmal die Verknüpfung anguckt mit Rassismus, die in diesem Fall sehr stark gemacht wird, konnte man sehen, dass Frauen of Color 34 Mal mehr abgewertet und belästigt wurden. Und wenn es sich um schwarze Frauen gehandelt hat, waren sie sogar zu 84% eher Ziel eines abwertenden Angriffs. Das heißt, diese Verknüpfung von Rassismus und Misogynie lässt sich da sehr, sehr praktisch auch an Zahlen auch beobachten. Ansonsten lässt sich auch noch sagen, das war eine Studie des Europarates, Combating Sexist Hate Speech, die auch Erkenntnisse hat, die ich nochmal ganz interessant fand, auch im Hinblick auf das, was Luise Mergens eben gesagt hat, nämlich, dass es vor allen Dingen junge Frauen sind, die besonders viel mit rassistischer und sexistischer Hassrede konfrontiert werden. Unter 20 waren diejenigen, die am meisten gesagt haben, dass sie sowas sehen, also insofern tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Zu den gefährdeten Gruppen gehörten natürlich auch Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, die Politikerinnen sind, die selber schreiben, Journalistinnen sind oder ähnliches oder sich für Frauen- oder Menschenrechte einsetzen. Das sind diejenigen, die den meisten Hass abbekommen in sozialen Netzwerken, wenn es um Sexismus und Antifeminismus geht. Das bleibt natürlich nicht ohne Folge, damit möchte ich sozusagen beschließen, was ich heute hier erzählen möchte, weil das, was wir eben auch schon ein bisschen in der Keynote gehört haben, die übliche Reaktion, wenn so etwas passiert, ist tatsächlich immer noch zu sagen, ach, mach dir doch nichts draus, lies es nicht durch, guck's dir doch nicht so genau an, denk dir vielleicht, du bist nicht selber persönlich gemeint, aber das ist sehr schwierig, wenn man mit so einem sehr großen Aufkommen von Hass konfrontiert ist. Wir sehen, dass sprachliche Abwertung auch eine Form von Gewalt ist, die ganz konkrete Folgen hat, genauso wie physische Gewalt durchaus auch. Also das heißt, dass Menschen sich zurückziehen, dass sie damit zu kämpfen haben, dass sie, wenn es wirklich sehr massiv ist mit Veränderungen ihrer Persönlichkeit, Verbitterungen oder auch Suchtverhalten, sozialem Rückzug oder körperlichen Erkrankungen zu kämpfen haben, wenn sie durch sowas betroffen worden sind. Und das ist etwas, was tatsächlich oft noch gar nicht im Blick ist. Man kann sagen, gerade wenn man auf Frauen an dieser Stelle nochmal schaut, dass die Folgen auch ganz konkret sind. Frauen nutzen das Internet weniger als Männer insgesamt und zwar sowohl zur Informationssuche als erst recht als Autorinnen oder diejenigen, die selber irgendwie aktiv werden, zum Beispiel
kann man sagen, dass auch bei Wikipedia, was ja ein Kompendium ist, wo doch sehr viele Menschen auch ihre Informationen rausziehen, irgendwie nur 20% der Autoren und Autorinnen Frauen sind. Auch in den Medien insgesamt irgendwie ist dieser der weibliche Blick noch sehr unterrepräsentiert. Und es wird halt nicht besser, wenn man immer, wenn man es tut, im Internet auch angegriffen wird. Beispielsweise haben die Frauen, die damals den Twitter-Hashtag Aufschrei ins Leben gerufen haben, darüber sehr intensiv auch berichtet, was ihnen dann passiert ist, wie beispielsweise versucht wurde, bei Arbeitgebern sie zu diskreditieren als böse Feministin, die man nicht mehr einstellen kann, wie versucht wurde, Freunde anzuschreiben, wie es darum ging, irgendwie Veranstaltungen zu bedrohen, um zu verhindern, dass öffentlich gesprochen wird. Und dann haben wir es tatsächlich damit zu tun, dass dann die Menschenrechte von Menschen, die auf diese Art und Weise angegriffen werden, natürlich massiv eingeschränkt werden und eine Aufgabe für uns alle besteht, sich damit auseinanderzusetzen. Zumal, wenn wir wissen, dass es natürlich gerade in den antifeministischen Kreisen durchaus auch Täter gibt, die diese Sachen nicht nur im virtuellen Raum belassen, sondern tatsächlich auch es zu Gewalt kommen lassen. Was ist sozusagen unser aktueller Stand, wenn wir uns jetzt bewegen in diese Tagung, in der wir jetzt zusammen darüber sprechen wollen, über diese Themen? Ich sehe mit großer Freude sehr viele Initiativen, die sich entwickelt haben, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die versuchen, gute Kommentarkultur hochzuhalten oder selbst argumentativ reinzugehen, da wo es weh tut, wie zum Beispiel Ich bin hier, die wir auch schon eben kurz erwähnt hatten. Das ist total hilfreich und wichtig und ich würde sagen, im Bereich des Awareness-Raisings sind wir also insofern schon ganz gut. Also das heißt, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen und zu sagen, Hassrede, da müssen wir was machen. Das haben wir hingekriegt. Ich wünsche mir allerdings, dass wir auch noch mehr darüber nachdenken, wie das sozusagen immer noch wirkungsmächtiger und besser funktionieren kann, weil tatsächlich auf der anderen Seite sozusagen auch zu erkennen ist, dass das rechtsextreme und rechtspopulistische Framing, die Begriffsübernahmen durch die ständige Wiederholung auch funktionieren, übergehen in unseren normalen Alltag und damit tatsächlich auch dazu führen, dass eben beispielsweise Parteien wie die AfD immer mehr Leuten wählbar erscheinen. Ich bedanke mich an dieser Stelle und gebe das Wort dann erstmal weiter an dich. Ne? Okay. Danke, Simone Raphael. Wir kommen auch direkt zum zweiten Input, und zwar von Tobias Fernholz von der Universität Tübingen. Sein Vortrag heißt Einblicke in die Unzivilgesellschaft, die Vernetzung einer völkisch-autoritären Bewegung. Was jetzt also eine Unzivilgesellschaft sein soll und wie er sie auch identifiziert hat, wird uns Tobias Fernholz jetzt erzählen. Bitte schön. Ja, schön, dass ich hier sein kann, schön, dass ich hier reden darf. Mein Vortrag, Einblicke in die Unzivilgesellschaft, Einblicke deshalb, weil die Datenlage, die ich hier verwende, noch relativ sparsam ist. Ich werde ganz kurz darauf eingehen. Wir hatten ein Forschungsdesign mit zwei zentralen Akteuren, die wir untersucht haben und ausgehend von diesen Akteuren haben wir mithilfe einer Netzwerkanalyse uns angeschaut, mit wem die sonst noch was zu tun hatten, mit wem haben die Inhalte geteilt, mit wem haben sie sich aber auch tatsächlich getroffen, also wo sind analoge Interaktionen. Diese analogen Interaktionen werden jetzt im Laufe des Vortrags wichtig sein, denn nur die habe ich für diesen Vortrag berücksichtigt. Insgesamt wurden 3.282 Posts berücksichtigt und daraus resultierten 977 Codierungen im Sinne von irgendwelchen Interaktionen. Der Zeitraum war der 1. Januar 2016 bis zum 1. Januar 2018. Nach dieser Analyse dieser zwei Akteure haben wir uns noch weitere angeschaut, die besonders wichtig waren, die besonders relevant waren. Zu denen komme ich gleich auch noch. Wichtig für die Perspektive ist an der Stelle, dass wir uns oder ich mir nicht irgendwie anschaue, wer ist rechtspopulistisch, wer ist extrem rechts, wer gehört zu einer neuen Rechten, sondern ich betrachte das ganze Phänomen eher als eine soziale Bewegung von rechts. Das heißt, diese Akteure interagieren miteinander, ohne dass sie jetzt alle Ideologieelemente miteinander teilen müssen. Was die Akteure angeht, geht es dann hier tatsächlich um ein sehr, sehr breites Spektrum. Also hier exemplarisch dargestellt, es geht um AktivistInnen, beispielsweise wie die sogenannte Identitäre Bewegung. Es geht um Parteien wie die AfD oder die FPÖ. Es geht um IdeologInnen der sogenannten Neuen Rechten. Es geht aber auch um Medien, die mittlerweile einfach existieren und eine Reichweite besitzen. Es gibt mittlerweile auch Gewerkschaften, die diesem Spektrum zugeordnet werden müssen, wie die Zentrumsgewerkschaft. Und es gibt Protestformationen, im besten Fall könnte man Pegida als sowas verstehen. Okay, diese Darstellung, die wir jetzt hier sehen, ist eine Darstellung dieses analogen Netzwerks. Also alle Verbindungen, die hier dargestellt sind, sind analoge Verbindungen. Was ich an der Stelle auf jeden Fall betonen möchte, ist, dass die Vernetzung dieser Akteure über Grenzen hinwegläuft. Wir haben eben schon von Martin Sellner gehört, einem österreichischen IB-Kader,
Das heißt, wir haben schon mal auf jeden Fall nicht dieses klassische Bild oder dieses meiner Meinung nach veraltete Bild, dass rechte oder nationalistische Bewegungen in ihrem Land bleiben und dort agieren, sondern wir gehen auf jeden Fall über Grenzen hinweg. Wir haben heute auch schon von Steve Bannon gehört. Im Endeffekt ist die internationale Vernetzung dieser Bewegung mittlerweile recht weit fortgeschritten. Aber nicht nur auf personeller Ebene, sondern auch was Inhalte angeht. Memes entstehen in der Regel auf irgendwelchen 4chan oder 8chan, also Imageboards, die in den USA sehr populär sind und werden dann lediglich übersetzt und kommen dann hier, tauchen sie dann wieder auf in der Kommunikation hier. Das heißt, die Vernetzung ist einfach viel, viel größer, als man das vielleicht noch annehmen konnte. Der zweite Punkt, da bin ich eben schon drauf eingegangen, wir haben unterschiedliche Organisationsformen. Also es gibt nicht nur Protestgruppen oder Parteien, sondern es gibt ein sehr viel breiteres Spektrum. Das ist der Grund, warum ich eingangs als Titel dieses Vortrags von einer Unzivilgesellschaft gesprochen habe. Das heißt, diese unterschiedlichen Akteure greifen ganz unterschiedliche Interessen auf und können ganz, ganz unterschiedlich mobilisieren. Also eine Gewerkschaft in der Nähe von Stuttgart, es wurde schon gesagt, ich studiere in Tübingen, in Untertürkheim ist beispielsweise die Zentrumsgewerkschaft sehr stark und greift dort ArbeitnehmerInnen ab und mobilisiert dort mit ganz konkreten Themen in den Betrieben. Auf der anderen Seite haben wir neue Rechte, die sich als Intellektuelle auf Buchmessen umtreiben. Das heißt, wir können nicht nur irgendwelche Menschen in diese Mobilisierung mit einbeziehen, die irgendwie auf der Straße zu einem konkreten Thema protestieren wollen, sondern es ist ein viel, viel breiteres Spektrum, das auch weit in die bürgerlichen Milieus hineinreicht. Es gibt zum Beispiel einen Juraprofessor, der ganz stark für eine Verfassungsbeschwerde gegen die sogenannte Grenzöffnung mobilisiert, der mit dem Begriff des Rechtsbruchs ganz stark auch konservative Milieus angesprochen hat. Zu guter Letzt gibt es aber auch in dieser Unzivilgesellschaft einige Akteure, die besonders stark mobilisieren können, die auch über eine gewisse Reichweite verfügen. Und da habe ich jetzt hier, auf dieser Grafik sieht man das auch ganz gut, vor allen Dingen das Kompakt-Magazin und 1% hervorgehoben. Diese Hervorhebung hat nicht unbedingt stilistischen Hintergrund, sondern liegt vor allen Dingen daran, dass diese Akteure besonders häufig genannt wurden oder besonders häufig eben interagiert waren. Und die Funktionsweise ist dabei so, dass beide in gewisser Weise als Nachrichtenakkumulatoren funktionieren. Das heißt, dort gehen Nachrichten ein, die scannen beispielsweise im ganzen Bundesgebiet, wo irgendwo Nachrichten sind, die in ihr Weltbild passen, also irgendein Übergriff, irgendeine Straftat etc. und posten diese erneut, sodass, wenn man diesen Seiten folgt, man den Eindruck bekommt, in Deutschland passieren jeden Tag so viele Straftaten von Geflüchteten oder was weiß ich, dass man eine total verzerrte Realität bekommt. Wichtig ist aber an der Stelle, das sind keine Falschmeldungen, das sind Agenturmeldungen. Das Problem ist nur, ich bekomme halt, wenn ich dort zuhöre oder mitlese, den Eindruck, das passiert überall und ständig. Und zusätzlich flechten sie es halt in ihre eigene Narrative, wie zum Beispiel der Umvolkung des großen Austauschs ein. Eine für mich bei der Forschung eher überraschende Erkenntnis war, dass dieses Milieu, diese rechte Bewegung, ganz starke Überschneidungen auch in ein eher esoterisches Milieu besitzt. Und da gibt es Akteure, die in gewisser Weise als Scharnier funktionieren. Zu nennen sind in dem Zusammenhang vor allen Dingen das Königreich Deutschland und die Wissensmanufaktur. Das Königreich hat hier eine Relevanz aufgrund der Auswahl der zentralen Akteure, die wir eingangs untersucht haben, ist jetzt aber gar nicht so relevant. Wichtiger oder mehr Fokus würde ich gerne auf die Wissensmanufaktur legen, denn die Wissensmanufaktur verbindet über eine inhaltliche Ebene dieses rechte Milieu mit eben dem esoterischen Milieu, und zwar darüber, dass da eine sehr, sehr, sehr starke Marktgläubigkeit herrscht. Also Menschen glauben daran, dass der Kapitalismus, so wie er aktuell funktioniert, eigentlich für alle fair ist. Und wenn das nicht so ist, dann liegt das nicht irgendwie daran, dass es da Ungleichgewichte gibt, sondern es liegt dann daran, dass da eine Verschwörung am Werk ist. Dieser unbeirrbare Glaube an den Markt und wird dann, wenn ein Widerspruch auftritt, nicht mit einer Hinterfragung dieses Widerspruchs gelöst, sondern mit einer Verschwörungstheorie. Und dann ist natürlich der Weg zu Antisemitismen gar nicht mehr so weit. Und ein ganz, ganz entscheidender Punkt, diese Verschwörungsnarrative, die dort aufgemacht werden, die eine Handlungsunfähigkeit des Staates immer suggerieren, münden dann in einer Ablehnung staatlicher Institutionen. Die können das gar nicht leisten, die sind gar nicht in der Lage dazu, weil es ja diese Verschwörung gibt.
Und dieses Treffen, sage ich mal, eines eher aus der rechten Bewegung stammenden Staatsfeindlichkeit oder Institutionenfeindlichkeit trifft hier auf eine ganz stark verschwörungstheoretische Staatsfeindlichkeit. Und wenn man dann, das haben wir bei dieser Netzwerkanalyse gemacht, noch weiter reinschaut, also nicht nur diese Scharniere sich anschaut, sondern auch anschaut, was dann dahinter liegt, kommen wir in ein Milieu, das ganz stark wissensfeindlich ist. Dort wird einfach Wissen, was existiert, was anerkannt ist in unserer Gesellschaft, einfach gar nicht mehr akzeptiert. Da herrscht eine große, große Pluralität. Im Endeffekt können alle Menschen, die dort mitmischen, eine eigene Vorstellung davon haben, wie die Welt funktioniert. Haben sie dann auch häufig. Und die dort wichtigen zentralen Akteure wie BewusstTV oder Time to Do, die kann man sich wirklich vorstellen wie so ein Schaufenster in der Einkaufsstraße. Da kommen wirklich in der Woche zig Menschen hin, werden in deren Filmstudio gesetzt und die dürfen dann erzählen, was sie glauben, warum die Menschheit gerade besonders in Gefahr ist. Sei es durch Chemtrails, sei es durch nicht energetisches Wasser oder was weiß ich. Da wird auch gar nicht weiter hinterfragt, sondern alle Menschen können quasi dorthin kommen und da mal erzählen, was sie eigentlich glauben, wie die Welt funktioniert. Und bei einigen dieser Akteure ist dann noch ein nächster Schritt dabei, dass sie dann sogar im Nachgang noch Produkte anbieten, wie man dann quasi dieses Problem lösen kann, indem man irgendwelche Zahnkronen kaufen kann, die energetisch aufgeladen sind. Und die Klammer, die quasi den Anfang davon, also diese rechte Bewegung mit diesen Akteuren verbindet, ist eben die Ablehnung etablierten Wissens. Und zwar sowohl klassisch wissenschaftlich, naturwissenschaftliches Wissen, aber auch das Wissen darüber, wie unsere Gesellschaft strukturiert ist und funktioniert. Also es wird einfach in Frage gestellt, dass das, was wir hier sagen oder das, was wir hier glauben, überhaupt Realität ist. Der Unterschied zwischen diesem esoterischen Milieu, das eben sehr, sehr stark ausgefranst ist, wo wirklich ganz viele Akteure daran teilhaben, aber nicht wirklich Meinungshoheit besitzen, und eben dem rechten Milieu, das ich zu Anfang beschrieben habe, ist, dass dieses wesentlich stärker konzentriert ist und dadurch wesentlich handlungsfähiger und mobilisierungsfähiger ist. Da gibt es wenige Akteure, die wie Stars tatsächlich gefeiert werden und dann auch Publikum ziehen. Also gerade das Compact-Magazin startet immer wieder so eine Souveränitätskonferenz ab. 1% taucht immer wieder auf, dass sie irgendwelche kleinen Initiativen unterstützen. Und um die zu unterstützen, wird dann immer noch ein Star eingeladen. Da wird dann häufig Höcke eingeladen oder auch Meyer oder eben Jürgen Elsässer. Und diese Leute helfen dann zu mobilisieren, sowohl für Parteiinteressen, sprich einfach in einem Wahlkampf wird mobilisiert, aber auch um lokal kleinere Initiativen zu pushen, für Öffentlichkeit zu sorgen und für deren Themen zu werben. Und diese Funktion der Unzivilgesellschaft ist tatsächlich sehr wichtig, wenn wir uns überlegen, wie wir damit einen Umgang finden. Denn dort sind einfach mittlerweile Akteure etabliert, die in der Lage sind zu mobilisieren, die Reichweite haben für ihre Themen. Und mit denen müssen wir umgehen, mit denen müssen die kleinen Städte umgehen, die kleinen Initiativen umgehen und die brauchen Unterstützung dabei. Als Fazit oder Ausblick. Also zum einen, ich habe es ja gerade versucht mit der Grafik darzustellen, es gibt mittlerweile einfach eine umfassende Unzivilgesellschaft mit verschiedenen Akteuren, die auch über Ressourcen verfügen, sowohl mediale Ressourcen als auch tatsächlich finanzielle Ressourcen, um sich zu etablieren oder sind bereits etabliert. Beim Blick auf Social-Media-Plattformen bin ich persönlich etwas kritisch. Man darf das nicht einseitig überbewerten, man darf nicht sich hinstellen und sagen, Facebook oder Twitter etc. würde das ja befeuern, würde das bestärken. Das funktioniert meiner Einschätzung nach nicht so, denn wir haben ja auch positive Bewegungen wie die MeToo-Bewegung oder wie jetzt Fridays for Future. Wenn wir da versuchen zu regulieren oder einzuschränken, laufen wir Gefahr, auch diese Projekte zu gefährden. Für mich ist es wichtiger, dass wir als Gesellschaft Resilienzen entwickeln. Wenn ich als Facebook-User auf die Seite oder durch Zufall auf so eine Seite gespült werde und diese Inhalte sehe, muss ich verstehen, was das für Inhalte sind und muss ich meine eigene Haltung besitzen, um diese Inhalte als das zu identifizieren, was sie sind, nämlich menschenverachtend. Und zu guter Letzt, das ist insbesondere in diesem esoterischen Milieu relevant, unsere Angebote müssen viel stärker auf Zielgruppe und Format zugeschnitten sein. Wenn ich bei Google eingebe, dass ich Probleme mit der GEZ habe oder mit der Steuer,
dann lande ich auf Seiten von ReichsbürgerInnen, die mir sagen, das musst du alles gar nicht bezahlen. Und genau an den Stellen müssen auch immer wieder Bildungsangebote stehen, die darauf hinweisen, dass das Video, was sie gerade gesehen haben, nicht wirklich sinnvoll ist für die Probleme, die sie tatsächlich haben. Und da würde ich gerne in Zukunft mehr dran arbeiten. Und danke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Tobias Fernholz, für die interessanten Einblicke. Wir machen weiter mit dem dritten Vortrag. Wir haben ja gerade bei Simone Raphael schon was zu dem Unsagbaren oder der Grenze des Sagbaren gehört. Davon gibt es gleich noch ein bisschen mehr, und zwar von Miro Dittrich, auch von Amadeo Antonio. Von der Grenze des Sagbaren zur Grenze des Machbaren. Rechter Terror online. Bitte schön. Hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich freue mich heute sehr, heute hier zu sein und etwas zu rechten Terror online zu erzählen. Ich bin Miro Dittrich von der Amadeo-Antonio-Stiftung und leite dort das Projekt Die Hate. Das Projekt hat die Aufgabe, Rechtspopulismus und rechtsextreme Phänomene im Internet zu beobachten und zu analysieren. Wir sind heute hier unter dem Motto Zivilgesellschaft unter Druck. Das trifft natürlich auch auf uns zu. So hatten wir vor kurzem eine Veranstaltung bei uns im Haus, was dazu geführt hat, dass wir eine Gegendemonstration vor der Tür hatten. Und auch die AfD Berlin war vor der Tür mit einem Kamerateam und hat das Ganze dann auf YouTube gestellt. Danach hatten sich dort Dutzende Aufrufe zu Gewalt und sogar Mordaufrufe gesammelt. Ich erspare die euch heute mal, aber mir stellt sich die Frage, wie es dazu kommt. Ich finde, es ist ein klarer Wandel zu sehen. Am besten hat diesen Wandel für mich zusammengefasst Georg Ressle mit dem Zitat, was er zu den rechtsextremen Demonstrationen in Chemnitz gesagt hat. Die Grenze des Sagbaren hat sich schon längst verschoben. Jetzt geht es um die Grenze des Machbaren. Ich beobachte in meiner Arbeit, dass online für bestimmte Menschen eine unkorrigierbare Parallelwelt entstanden ist. Ich verwende hier das Wort unkorrigierbar, weil die Menschen an dieser Welt festhalten, auch weil man ihnen ganz einfach aufzufindende gegenteilige Fakten vorlegt, die diese Weltsicht eigentlich verändern würde. Doch wie schaut diese Welt aus? In dieser Welt gibt es einerseits keine Meinungsfreiheit mehr. Wir wissen, seit 2017 hat man keine Meinungsfreiheit mehr. Zum anderen leben wir in einer Diktatur, wie hier etwa der IB-nahe Rapper Chris Ares postet. Was auch sehr wichtig für dieses Weltbild ist, ist die Straftaten von vermeintlichen Migranten. Wir haben Dutzende sexuelle Übergriffe in dieser Welt. Täglich werden unsere Kinder mit Messern getötet. Die Lösung ist hier Remigration, also das Wort, was Sie schreiben, wenn Sie nicht von Abschiebung sprechen wollen. Das Ganze fasst dann Merkel schafft Deutschland ab 2.0 zusammen, damit das Leichen, Vergewaltigungs- und Messeropfer die Straße pflastern. So ist das in dieser Welt. Es ist also ein Genozid, der an uns stattfindet, und der Souverän ist gegen diesen Faschismus schutzlos. Wir leben also nicht nur in einer Diktatur ohne Meinungsfreiheit, sondern diese Diktatur ist faschistisch. Und wie kam es dazu? In dieser Welt ist der Staat nicht gewillt, das Volk zu schützen. Und warum will er das nicht? Weil er danach trachtet, dieses Volk abzuschaffen, weil es ein weißes, christlich geprägtes Volk ist. Das teilt zumindest ein Bundestagsabgeordneter der AfD. Doch was eint all diese Welt? Die Welt eint die Erzählung des drohenden Untergangs. Wir haben 2017 eine große Untersuchung rausgebracht, wobei wir über 1000 Facebook-Beiträge von rechtspopulistischen, rechtsextremen Seiten untersucht haben und dort festgestellt haben, dass all diese Erzählungen eint ein drohender Untergang Deutschland. Wenn ihr dazu mehr lesen wollt, könnt ihr das in unserer Broschüre Toxische Narrative machen. Doch wie schaut dieser drohende Untergang aus? Einerseits haben die Menschen Angst davor, dass die kommunistische Diktatur bereits direkt vor der Tür steht. Zum anderen reden sie von einer Invasion von Fremden, die dieses Land erfährt. Das Ganze prägt sich dann in der Erzählung des großen Austausches. In Deutschland und im deutschsprachigen Raum ist die identitäre Bewegung dabei der größte Vertreter, aber wir haben es auch in dem Manifest des Massenmörders von Christchurch gesehen. Manchen reicht der große Austausch aber nicht aus. Sie gehen sogar so weit, dass sie von einem Genozid an Weißen sprechen. Doch was ist die Lösung für all das? Die Lösung ist natürlich, die AfD ist die einzige Rettung. Das hat Björn Höcke sehr gut erkannt, als er damals davon sprach, die AfD ist der letzte Evolutionär, sie ist die letzte friedliche Chance für unser Vaterland. Doch zu diesen Beobachtungen haben wir nicht nur qualitative Erkenntnisse, sondern wir haben auch quantitative Erkenntnisse. Wir haben zum Beispiel die Untersuchung der Konrad-Adenauer-Stiftung 2018, wo auf die Frage, man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt, aber ich habe häufig Angst vor dem, was kommen könnte, die in der Gesamtbevölkerung nur 34% zustimmen. Bei der AfD sind Anhänger der AfD sind es jedoch fast 60%.
Und auch die Aussage, wenn das so weitergeht, sehe ich schwarz für Deutschland, hat man nur eine Zustimmung von 33%. Bei der AfD-Anhängern sind es jedoch 83%. Auch wenn man sich die pessimistischen Ansagen über die Zukunft ausschaut, sieht man, dass Wähler der AfD hier ganz klar ein Ausreißer sind. Wir haben aber auch noch andere Untersuchungen, die das bestätigen, zum Beispiel Institut der Demoskopie Allensbach 2016. Die Aussage, wenn die Politik in Deutschland so weitermacht, dann treibt das Land in eine Katastrophe zu, stimmen dort 35% der allgemeinen Bevölkerung zu. Bei der AfD sind es 74%, also fast 3/4. Doch wozu führt das, wenn man in dieser Welt lebt? Wenn man diesen drohenden Untergang befürchtet. Das Ganze erzeugt einen Handlungsdruck. Zuerst entlud sich dieser Handlungsdruck noch in Demonstrationen, denken wir etwa an Pegida, oder in Stimmen in rechtspopulistische Parteien. Jetzt haben die Menschen aber gesehen, jede Woche montags im Kreislauf in Dresden bringt nicht so viel und auch die Stimmen für die AfD ändern nichts tatsächlich an dieser wahrgenommenen Bedrohung. Deshalb sehe ich online ganz klar eine Abkehr von diesen friedlichen Lösungen hin zu nicht friedlichen Lösungen. Diese Leute schreiben dann dort, die Zeit für friedliche Demonstrationen ist vorbei. Diese Invasion muss mit Gewalt abgelöst werden. Entweder sehen sie darin die Aufgabe des Militärs oder sie sehen die Aufgabe darin, dass jeder es einfach selbst machen sollte. Hier rechtfertigt etwa jemand einen gewalttätigen Übergriff gegen einen Geflüchteten damit, dass er mit dem Afghanier nur in seiner Sprache gesprochen hat, die einzige, die er versteht, nämlich Gewalt. Weiterhin glauben sie, dass ein Bürgerkrieg kurz bevorsteht. Hier schreibt jemand, dass er im Osten den Anfang findet, nicht weil die Leute zu dumm sind, sondern weil es Zeit wird. Manche gehen sogar so weit, zu fordern, die Lösung für Deutschland ist ein Putsch. Wie schaut das Ganze im Konkreten aus? Da sich so viel angetragen habe, dachte ich, ich sammle mal ein bisschen die Schlagzeilen der letzten Jahre, um zu sehen, was eigentlich das im Konkreten bedeutet. Wir haben Wiederbelebung von Combat 18, wir haben Ermittlungen gegen Nordic Division, wir haben Explosionen an einem S-Bahn-Station, wir hatten Revolution Chemnitz, wir hatten die ganze Geschichte um Uniter, wir hatten Brandanschläge auf Geflüchtetenunterkünfte, wir hatten die Weiße Wölfe-Terror-Coup, wir hatten in Dresden einen Anschlag auf eine Moschee, wir hatten die Old School Society, wir hatten Nordadler, wir hatten das OEZ-Attentat, wir hatten Franco A., wir hatten die Gruppe Freital und auch dieses Jahr begann das Jahr schon, wie wir auch vorhin gehört haben, damit, dass ein Autofahrer in eine Gruppe Menschen gefahren ist, mit der klaren Absicht, Ausländer zu töten. Weiterhin hatten wir dieses Jahr schon Razzien bei der deutschen Variante des Kuckucks-Clans und auch die Gruppe Aryans, gegen die wird wegen rechtsextremen Terror ermittelt. Und nicht zu vergessen natürlich, dass wir allein seit 2016 bereits mehr als 50 Anschläge allein in Neukölln haben. Doch wie unterscheidet sich das Ganze von früher? Wie lassen sich diese einzelnen, teilweise zufälligen Ereignisse erklären? Wir haben nicht mehr Terror, wie er früher stattfand, dass wir eine klar hierarchische Gruppe haben mit Befehle von oben, sondern wir haben sehr viele unterschiedliche Akteure, die alle Hetze gegen marginalisierte Gruppen ausdrücken. Das Ganze nach dem Massenmord in Christchurch hat der Begriff stochastischer Terrorismus wieder mehr in die Diskussion gekommen. Ich finde, es ist ein sehr guter Begriff, um dies zu erklären. Er bezeigt, dass wir zwar statistisch voraussagen können, dass diese Anschläge stattfinden, wir können aber nicht vorhersagen, wann diese Anschläge stattfinden. Das führt dazu, dass all diese Leute, die online diese Hetze erstellen, sich stets ideologisch davon abtrennen können und sagen können, nein, das hat ja nichts mit uns zu tun, hier gibt es ja keine direkte Verbindung. Weiterhin streiten all diese Akteure, die diese Hetze online betreiben, meist Gewalt als legitime Mittel ab und nutzen das auch, um sich davon zu distanzieren. Sie spielen aber trotzdem eine sehr wichtige Rolle in dieser Radikalisierung, die wir beobachten können. Das kann man sehr gut mit der Pyramide der Gewalt erklären. Die wurde zuerst von Soziologen eingeführt, um zu erklären, wie sexistische Witze in der Öffentlichkeit dazu führen können, dass häusliche Gewalt mehr stattnimmt. Man sieht hier unten die Einstellungen und Überzeugungen, die da sind. Also unten ist die Pyramide breit, eine große Verteilung in der Bevölkerung. Nach oben wird sie dünner, aber nach oben steigt die Gewalt. Auch wenn diese Akteure online sich davon distanzieren, von Gewalt, spielen sie eine essentielle Rolle, diese Menschen abzuholen. Sie normalisieren diesen Inhalt, bringen Einstellungen und Überzeugungen hin zu verbalen Äußerungen bis zu physischen Gewalt. All diese Leute tragen also dazu bei, dass diese Radikalisierung stattfindet. Ja, ich kann euch leider aus dieser düsteren Aussicht nur mit einem Zitat entlassen aus der Serie Doctor Who, die ich euch allen empfehlen würde. Always read the comments, because one day there will be an army. Vielen Dank.
Vielen Dank auch an Miro Dietrich. Und wir eröffnen damit diese Podiumsrunde mit allen Fragen. Also wer noch eine loswerden will, kann das gerne tun, einfach mit einem Handzeichen. Dann wird jemand mit einem Mikrofon da hingelaufen kommen. Ah, da ist der Mikrofonmann. Der Mikrofon, und zwei Mikrofonmänner haben wir sogar. Zwei Mikrofonmänner laufen also zu Ihnen, wenn Sie eine Frage loswerden wollen. Ein paar haben mich ansonsten auch schon erreicht. Ich freue mich aber, wenn es auch noch ein paar mehr werden. Ich fange vielleicht einfach mal an mit dem, was schon gekommen ist. Und zwar, die wichtigste Plattform der neuen Rechten und Neonazis, um ihren Nachwuchs zu rekrutieren, ist YouTube. Rechtsextreme Kanäle haben zigtausend Abos, linke Angebote sind sehr klein bis nicht auffindbar. Viele Linke und andere Demokraten halten sich in ihrer Komfortzone Twitter auf. Auf YouTube engagieren sich nur sehr wenige. Woher kommt denn dieser blinde Fleck? Und sollte man nicht verstärkt Gegenangebote schaffen, solange rechtsextremistische Inhalte dort unangefochten dominieren? Einen lieben Gruß in die Runde. Also von daher gebe ich das auch mal an die gesamte Runde weiter. Ja, das ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die ich auch teile, dass auf YouTube eigentlich die Radikalisierungsplattform für Rechtsextreme ist. Leider gibt es dort sehr wenig anderen Content. Im englischsprachigen Content ändert sich das mittlerweile. Mittlerweile gibt es dort mehr, aber es stimmt, dass hier auf jeden Fall noch deutlich Stimmen fehlen. Ich glaube, viele haben verschlafen, wie wichtig YouTube ist, wie viele Leute sich dort diesen Inhalt anschauen. Wer liest denn wirklich einen Artikel durch? Also wie viele Leute machen das? Auf YouTube haben diese Videos über 100.000 Aufrufe. Das ist also eins der effektivsten Art, wie man Propaganda an den Mann bringen kann. Ja, ich sehe das genauso. Ich kann ergänzen, vielleicht dazu nochmal aus der praktischen Arbeit sozusagen vielleicht noch einen Blickwinkel beitragen. Wer irgendwie versucht hat, schon mal auf YouTube sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, wird feststellen, dass es natürlich gerade aus einer Perspektive, wenn es um Aufklärung oder auch um pädagogische Arbeit geht, erstmal wahnsinnig nervt, weil diese Videos sind unendlich lang. Sich das anzugucken, ist teilweise wirklich sehr schwer zu ertragen. Also selbst wenn man ein Informationsinteresse hat, irgendwie darüber vielleicht was aufzuklären oder ähnliches. Das heißt, ich verstehe schon, warum sozusagen demokratische Kräfte erstmal davor zurückschrecken und sich denken, muss ich diese Zeit wirklich investieren, will ich mir diesen Mist wirklich alles anschauen. Wir tun das irgendwie aus einer journalistischen Perspektive teilweise, aber auch noch viel zu wenig, wie ich denke. Und ich glaube halt, dass wir trotzdem eine Motivation sehen sollten, das anzufangen und damit trotzdem auch anzufangen, auch pädagogisch zu arbeiten, genau aus dem Grund, dass die Jugendlichen aber alle dort sind und dass die sozusagen natürlich auch Beiträge lernen müssen einzuordnen, beziehungsweise wir kennen das aus unserer Arbeit tatsächlich auch so, dass manchmal Jugendliche sich dann an uns wenden und sagen, wir haben hier ein Video, das finde ich merkwürdig, meine Freunde gucken sich das alle an, ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll, aber ich habe meine Lehrerin gefragt und habe sie gefragt, was soll ich damit machen, und sie hat gesagt, ja, guck's dir halt nicht an. Und das, finde ich, kann nicht unsere Antwort sein, zu sagen, irgendwie, ach, guck weg, dann wird es schon nicht passieren. Es war so ein antisemitisches Video über den Geldfluss in der Welt, um den es an dieser Stelle ging, und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass das eher ein Anlass ist, sozusagen damit zu arbeiten, als zu sagen, guck weg. Da gibt es, glaube ich, eine Anschlussfrage. Können wir ein Mikrofon bekommen, damit wir auch die Frage auch im Livestream verstehen? Genau, hier vorne hat sich eine Frau gemeldet. Moin. Es ist nicht direkt eine Anschlussfrage, sondern eigentlich eher eine Kritik. Also ich finde es immer schwierig, wenn man irgendwie Nutzerinnen dafür verantwortlich macht, dass sie irgendwie passiv sind. Zum Beispiel auch die Äußerung, die Komfortzone für die Linke, Twitter. Wer einmal einen Shitstorm hatte, weiß, dass Twitter durchaus weniger eine Komfortzone ist als Facebook. Da fühlt man das Ganze noch viel deutlicher, da ist man noch viel ungeschützter, dort wird viel weniger gelöscht. Und da sind wir auch schon beim Problem bei YouTube, dort wird fast nichts gelöscht. Und da kann man, man kommt da nicht gegen an. Und wenn da von YouTube aus nichts passiert, dann hat man auch keine Lust, als irgendwie dagegen anzugehen, wenn das schon seit Jahren irgendwie in rechter Hand ist, dass sich Trollarmeen auf YouTube gezielt tummeln, da kommt man nicht gegen an, weil die sind geschützt in der Anonymität. Und da muss man halt, wir haben ja Facebook hier, Facebook ist ja, was das Löschen angeht, am offensivsten. Aber dann muss man dann die sozialen Medien mal so ein bisschen prangern, dass da zum Beispiel, wenn ich bei Twitter was ein Profil melde, dass ich nach 5 Monaten erst eine Meldung bekomme, ob dieses Profil gelöscht wurde oder nicht. Also es dauert definitiv viel zu lange. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz wird nicht richtig eingehalten. Die haben irgendwie ihre Lücken gefunden. Also da muss die Politik tatsächlich mal bei den sozialen Netzwerken ein bisschen mehr fordern.
Ich glaube, dazu werden wir auf jeden Fall heute ja auch noch mehr hören. Am Ende des Tages um 18 Uhr in der Podiumsdiskussion zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was also soziale Netzwerke noch alles tun müssten, sollten, vielleicht auch schon getan haben. Aber ich würde es vielleicht ein bisschen weiterdrehen nochmal fürs Podium. Weil was hier ja auch anklingt ist, ja, es gibt da diese Inhalte im Netz. Und was machen wir jetzt damit? Also es gibt ja zwei Ansätze dafür. Man kann sagen, eben man ignoriert das und das ist ja auch das, was auch schon wieder immer angesprochen worden ist. Man legt sich ein dickes Fell zu und guckt da nicht weiter hin. Oder man thematisiert das, man spricht darüber. Da besteht aber wiederum unter Umständen ja die Gefahr, einen Inhalt, eine Falschnachricht größer zu machen, als sie vielleicht eigentlich ist und sie damit mehr zu verbreiten. Wie geht ihr mit diesem Spannungsfeld um? Ja, das ist ein großes Spannungsfeld auf alle Fälle, gerade irgendwie auch, wenn man sozusagen im journalistischen Bereich tätig ist. Also ich finde sozusagen, wenn es eher darum geht, tatsächlich auf Themen aufmerksam zu machen oder pädagogisch damit zu arbeiten, sehe ich da nicht so ein großes Spannungsfeld, journalistisch aber auf alle Fälle schon. Aber wie gesagt, da kann ich tatsächlich als Journalistin, die ich bin, sozusagen nur die Perspektive darauf haben, dass ich die Gefahr zwar sehe, dass Dinge auch überbetont werden können, ich aber trotzdem wichtig finde, darüber zu sprechen oder auch darüber zu berichten oder Ähnliches, weil die Sachen gehen nicht weg, wenn man nicht hinschaut. Ich finde also insofern schon relevant, irgendwie beispielsweise auch gegen Falscherzählungen, gegen falsche Narrative oder Ähnliches eben auch ein anderes Bild zu setzen, irgendwie sich damit auch offensiv auseinanderzusetzen. Ich meine natürlich, wie gesagt, bei Bell Tower News, wir berichten über die rechtsextreme Szene und die rechtspopulistische Szene in Deutschland und natürlich schreiben uns irgendwie ständig irgendwelche Rechtsextremen, vielen Dank für eure Liste rechtsextremer Bands, so eine tolle Liste habe ich noch nirgendwo anders gefunden. Ich finde trotzdem richtig, darüber zu berichten, dass eben zum Beispiel auch jemand, der dann irgendwie von einer dieser Bands sozialen Netzwerken auf YouTube oder einem Audioportal irgendwie an Musik gerät und sich denkt, das ist komisch, aber ich verstehe den Text nicht richtig, wie soll ich das einordnen, dass der die Info auch findet. Aber natürlich ist es ein Spannungsfeld, das stimmt. Tobias Fernholz? Also ich stimme dir da komplett zu. Also es muss auf jeden Fall ja einen Ort geben, an dem widersprochen wird. Und das passiert auf Bell Tower News zum Beispiel. Aber was wir gerade, um das Beispiel YouTube auch nochmal aufzugreifen, wir dürfen uns da ja nicht irgendwie vorstellen, dass das von jetzt auf gleich funktioniert. Also diese Kanäle, die dort etabliert sind und eben so viele Views haben, die sind auch durch wahnsinnig großen Aufwand dahin gekommen, wo sie jetzt sind. Und dieser Aufwand muss dann eben auch von der Zivilgesellschaft erstmal betrieben werden. Und das bedeutet, dass da Ressourcen gebunden werden. Das bedeutet, dass man sich dem erstmal auseinandersetzen muss. Und das bedeutet, dass wir an der Stelle anfangen müssen, die vielleicht am Anfang noch sehr unbefriedigend ist. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es notwendig ist, darüber zu berichten und darüber zu reden, weil diese Welt, die dort ersteht, die vollkommen abgeschlossen ist von Realität, die sehr abstruse Züge annimmt, um dagegen vorzugehen, müssen wir verstehen, was dort eigentlich passiert, was sind deren Erzählungen, was sind deren Strategien, und wenn wir darüber nicht berichten, dann würden wir keine Möglichkeiten finden, dagegen vorgehen zu können. Es gibt zwei Fragen, die so ein bisschen in eine Richtung gehen. Ich lese sie einfach beide mal hintereinander weg vor. Und zwar, wie ist zu erklären, dass man den Eindruck gewinnen kann, die Unzivilgesellschaft wäre besser vernetzt und online kompetenter als die Zivilgesellschaft? Und die zweite Frage, würdet ihr zustimmen, dass rechte Akteure einen strukturellen Vorteil in sozialen Medien haben, da sie die Bedrohungsszenarien, die rechte Akteure verbreiten, schneller verbreiten als demokratische Inhalte? Wenn ja, was würde das für zivilgesellschaftlichen Widerstand bedeuten? Also ich finde diesen Eindruck erstmal nachvollziehbar. Aber um das besser zu verstehen oder besser einzuordnen, muss man sich die Frage stellen, warum ist das so stark konzentriert? Also warum ist diese Unzivilgesellschaft gerade auf Facebook oder auf YouTube so präsent? Und ein Grund dafür ist, dass diesen Bewegungen, diesen Akteuren zum Glück in einer breiteren Öffentlichkeit der Raum fehlt. Das heißt, die haben gar nicht die Möglichkeit, sich anders zu artikulieren. Und dadurch werden die vollständigen Ressourcen, die Kreativität, die sie da in ihren menschenverachtenden Einstellungen, ihren Postings an den Tag legen, konzentriert sich eben auf die sozialen Netzwerke. Und dadurch entsteht der Eindruck, dass sie da echt viel, viel machen. Das tun sie auch. Nur das besteht natürlich auch aus der Not heraus, dass sie sonst nicht gesehen werden. Und dadurch, dass sie das jetzt schon eine Weile machen, also schon mehrere Jahre, haben sie da in gewisser Weise einen Innovationsvorteil, der erkannt werden muss oder erkannt worden ist mittlerweile und der halt jetzt eingeholt werden muss. Ist das nur ein Innovationsvorteil oder in der zweiten Frage klingt ja der strukturelle Vorteil an. Ich nehme mal an, damit ist gemeint, dass also Hass oder reißerische Inhalte auch durch Algorithmen bei Facebook oder auch bei YouTube zum Beispiel belohnt werden.
Das ist jetzt nochmal eine zweite Frage, aber ich fange nochmal bei der ersten sozusagen an. Ich glaube, was halt auch irgendwie wichtig ist, ist zu erkennen, dass es natürlich Unterschiede sozusagen auch in der Kommunikationsstruktur gibt und ich finde, man kann die erkennen und sich darüber Gedanken machen, aber man muss sie auch einfach anerkennen, dass es so ist. Ich mache mal ein praktisches Beispiel, wenn man sich zum Beispiel diese rechtsextremen Share-Gruppen anguckt, irgendwie wo ganz viele rechtsextreme Akteure einfach ihre Inhalte reinposten, damit sie auf der Stelle wieder verbreitet werden, geliked werden, gepostet werden, weil dann werden sie auch in Algorithmen besser angezeigt, irgendwie erhalten natürlich mehr Klicks und Views und Ähnliches. Da haben wir irgendwann mal in einer Gruppe zusammengesessen, der eine oder andere war sicherlich dabei, der hier mit im Raum ist irgendwie, und da kam die Überlegung auf, ob man das auf demokratischer Seite nicht auch machen könnte. Ob man nicht auch so eine Gruppe aufmacht und da posten immer alle ihre Inhalte rein und ohne einmal drauf zu gucken, irgendwie teilen und sharen wir die dann und liken die dann gegenseitig, damit die auch so gepusht werden wie auf der rechtsextremen Seite. Und wenn man da einmal eine Sekunde drüber nachdenkt, selbst wenn man eine sehr gute Auswahl hätte von Akteuren, die da drin wären, würde einer von uns jemals irgendwie sagen, ja, ich werde einfach alles liken und teilen, ohne da einmal drauf zu gucken, nur wenn ich denke, dass das Leute sind, die ungefähr so drauf sind wie ich. Nein, das würden wir nicht. Und das, finde ich, ist auch eine Qualität, zu sagen, nein, es ist eben eine andere Strukturierung demokratischer Prozesse, dass man eben nicht blind irgendwie sich einer Ideologie anheimgibt, dass man nicht sozusagen sein Engagement darin geht, egal was es ist, es weiter zu verbreiten und das hinterher zu gucken, was man da gemacht hat. Natürlich kann das sozusagen ein Vorteil sein, irgendwie es einfach blind zu tun, dann hat man natürlich mehr Reichweiten, aber was erreicht man damit? Also ich glaube tatsächlich, wir sollten eher darauf gucken, was sind unsere Stärken als demokratische Zivilgesellschaft, und ich sehe tatsächlich noch wahnsinnig viele Felder, in denen wir unglaublich viel machen könnten. Ganz viele Akteure, die irgendwie beispielsweise auch eine wichtige Stimme in der Gesellschaft haben, egal ob es Politik sind oder Medien oder Organisationen oder Ähnliches, die bisher zum Teil zum Beispiel sehr selten ihre positiven Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen, wo sie Expertise zu haben und wo sie wirklich gute Beiträge zu machen könnten, beispielsweise über Social Media zu verbreiten, weil wenn sie es tun, stellen sie fest, es gibt Gegenwind, man muss wohl jemand haben, der moderiert, der auf Sachen draufschaut, und das, finde ich, muss man auch irgendwie, um einen verantwortungsvollen Dialog in sozialen Netzwerken zu haben, und ich glaube, da brauchen wir tatsächlich auch noch ein Umdenken irgendwie, dass das halt ein demokratischer Aktionsraum ist, dem wir uns auch widmen müssen, und ich glaube, das passiert noch viel zu wenig. Ich glaube, das, was Tobias gesagt hat, kann man auch gut weiterziehen, dass dadurch, dass diese Menschen in dem Rest nicht so ein gutes Angebot haben, führt das auch zu einem ganz anderen Nutzungsverhalten. Während andere Menschen politische Nachrichten oder politische Aktivitäten auch in ganz vielen anderen Möglichkeiten Informationen bekommen und vielleicht das Internet eher zur Unterhaltung benutzen, ist der politische Raum für diese anderen Menschen auf das Internet reduziert und führt dazu, dass sie sich dort viel eher politisch äußern und ein viel größeres Interesse haben, dort politische Arbeit zu machen. Und wie geht man jetzt mit diesem Problem um, dass Hass belohnt wird durch Algorithmen oder reißerische Inhalte, was, sage ich mal, zumindest bedingt in eine Richtung geht? Ja, ich glaube, das ist sozusagen auch eine Aufgabe, sozusagen, die wir auch als Zivilgesellschaft an beispielsweise Anbieterfirmen tragen können, zu sagen, schaut euch bitte diese Phänomene an, guckt bitte darauf, was auf euren Netzwerken passiert, und ich glaube auch, dass man damit schon Dinge erreichen kann. Ich denke jetzt zum Beispiel an die großen Demonstrationen in Chemnitz letztes Jahr beispielsweise, wo wir dann in der Redaktion saßen und festgestellt haben, wenn man beispielsweise auf YouTube irgendwie dann am zweiten Tag als Stichwort Chemnitz eingegeben hat, waren die ersten 10 Videos, die dann angezeigt wurden, aufgrund der Reichweiten, die sie haben, alle rechtsextreme Desinformationsvideos, wo man dann ja da sitzt und denkt, das kann doch nicht wahr sein, wenn man zum Beispiel weiß, dass Google in den USA beispielsweise schon auch mit verschiedenen Medien zusammenarbeitet, um journalistisch recherchierte Fachinformationen sozusagen vor solchen Falschvideos anzuzeigen, und tatsächlich wurde dann beispielsweise genau das bei YouTube auch diskutiert und inzwischen auch umgesetzt. Also das ist zu aktuellen Nachrichtenthemen unter den ersten Videos, die angezeigt werden, wenn man das sucht, inzwischen journalistische Angebote zu finden sind, auch wenn beispielsweise rechtsextreme Hetzangebote größere Reichweiten hatten, wie im Fall von Chemnitz beispielsweise ein Video eines identitären nahen Rappers, der auf dem Feld in seinem Auto saß und da in 3 Minuten Rant von wirklich minderwertiger sprachlicher und inhaltlicher Qualität abgegeben hat, aber es so gut in verschiedenen Telegram und anderen Gruppen gepusht hat, dass er halt eine sehr große Reichweite erreicht hat, und das kann ja nicht das Kriterium sein. Also ich glaube, man muss tatsächlich versuchen, inhaltlich an den Dingen dann auch mit den Netzwerken zu arbeiten. Ich würde gerne eine Anschlussfrage stellen aus dem Publikum, und zwar wurde ja eben angesprochen, es ist eine Qualität von zivilgesellschaftlichen Akteuren und speziell auch von Journalisten, dass sie wohl überlegt
ja, sich im Netz verhalten, nicht alles teilen, was vielleicht aus dem eigenen Netzwerk kommt, sondern auch nochmal hinterfragen. Jetzt sagt jemand, bremsen sich dann demokratische Akteure im Netz nicht selber aus, wenn sie also diese eigenen Regeln des sachlichen Austauschs, des Respekts, der fundierten Argumente und so weiter durchhalten und geben dadurch den Hatern einen Vorteil? Ganz kurz darauf, also das ist unser Kapital. Und das können wir nicht aufgeben. Also das mag sein, rein, wenn man sich dann die Zahlen anschaut und anschaut, wie häufig wird dies oder jenes retweetet. Aber ich hätte ein großes Problem damit, wenn wir diese Werte, die da jetzt gerade erwähnt wurden, wenn wir die aufgeben würden, nur um dann mehr zu trenden. Da gibt es vielleicht noch gleich eine weitere Frage hinterher. Und zwar, Social Media wirkt wie ein Verstärker. Wie ernst sind denn dort auch Drohungen zu nehmen? Da war jetzt das Beispiel auch von Miro Dittrich, zum Beispiel, wenn da ein Putsch angekündigt wird. Ja, ich würde sagen, also die meisten Menschen nehmen das natürlich nicht ernst, aber wie wir das in ganz vielen dieser Fälle sehen, gibt es viele Menschen, die entweder psychisch nicht so stabil sind oder die vielleicht sehr viel von diesen Inhalten konsumieren, wo es dann doch zu Gewalttaten führt. Also es gibt sehr viele unberechenbare Menschen dort. Die meisten werden davon, dass sie irgendeinen Beitrag im Internet gelesen haben, nicht losgehen und irgendwie Gewalttaten verüben. Aber es gibt doch, wenn eine groß genug Gesellschaft, wenn genügend Leute diesen Beiträge konsumieren, gibt es diese Menschen darunter, die das eben doch umsetzen. Vielleicht noch gleich eine weitere Frage an dich. Und zwar, wann und warum sind die Trolle von 4chan und Co., die seit Christchurch eine große Rolle spielen, politisch geworden? Das geht ja so ein bisschen auch irgendwie in die Richtung, dass es da doch anscheinend eben einzelne Akteure gibt, die eben weitergehen, als das vielleicht die Masse ist, die man an Kommentaren so sieht oder die vielleicht auch Inhalte verbreiten, aber es gibt einzelne Radikale. Wann sind die politisch geworden? Das ist eine kompliziertere, längere Geschichte, um zu erklären, wann sich 4chan radikalisiert hat. Prinzipiell hat sich in so anonymen Imageboards eine Kultur des Edgy-Seins, des möglichst grenzenverletzend etabliert, was dann sehr schnell natürlich in die rechte Ecke abgerutscht ist, weil natürlich irgendwie Witze über den Holocaust, Witze mit rassistischen Wörtern, antisemitische, ist natürlich das, was am meisten irgendwie Grenzen verletzt, was am meisten irgendwie edgy ist. Und das sehen wir eben auch sehr stark um die ganze Debatte, um das die Christchurch Massenmord, dass dieser edgy Humor eine sehr wichtige Rolle spielt in der Szene, dass auch wenn für viele Menschen diese Witze nur Witze sind, nutzt das eben gezielt Rechtsextremisten als Tarnung, dass sie immer ihre eigenen menschenfeindlichen Inhalte ablegen können und sagen können, nein, das war doch nur ein Witz. Zum andererseits führt das zu einer Gewöhnung an diese Sprache. Wenn dieser Content so weit verbreitet wird, wenn gerade Jugendliche das so viel sehen und Heil-Hitler-Witze machen, führt das dazu, dass wenn sie wirklich Kontakt mit überzeugten Menschenfeinden haben, dass dort die Grenzen nicht mehr so groß sind, damit zu interagieren. Wer war denn schon mal auf 4chan oder 8chan unterwegs? 3, 4, 5 Hände sehe ich vielleicht. Vielleicht auch 6. Okay, aber die deutliche Mehrheit eigentlich nicht. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir uns vielleicht für die Inhalte nicht so interessieren, die dort auftauchen, aber auch, dass das eben eine Plattform oder Plattform-Imageboards sind, die ja eigentlich eher in den USA populär sind. Was wäre denn ein deutsches Pendant? Gibt es das? Nicht in dieser Größe. Und Deutsche treiben sich auf den Plattformen schon auch rum. Es ist nicht so beliebt, aber es gibt dann viele andere Sachen vielleicht auf Discord oder in Telegram-Kanälen, also in so Nicht-Öffentlichkeiten oder Dark Social, wo vielleicht ähnlicher Content stattfindet. Tobias Fernholz, er hat so genickt, als würde es da doch noch was geben. Es gibt ein vergleichbares Imageboard, das allerdings nicht öffentlich ist. Also da hat man Zugriff auf Einladungen. Gleichzeitig ist es mittlerweile relativ groß. Dieses Imageboard heißt Program und funktioniert tatsächlich ähnlich. Es geht vor allen Dingen dort um so edgy Content, wie Miro das gerade schon gesagt hat. Ich würde es aber auf keinen Fall in eine Reihe setzen mit 4chan. Also es ist doch noch anderer Content, der aber wesentlich harmloser ist, der da stattfindet. Wir haben ja vorhin auch was bei Simone Raphael über den sogenannten Infokrieg gehört. Wie erfolgreich ist denn dieser Infokrieg tatsächlich? Also die eigene Haltung und Meinung unters Volk in Anführungszeichen zu bringen und also eben diese Grenze des Sagbaren zu verschieben?
Ich glaube, das ist immer auch eine Definition davon, was man als Erfolg bezeichnet irgendwie, aber tatsächlich irgendwie, wie gesagt, die eigenen Kriterien sind dann ja erstmal in diese Richtung irgendwie, dass man irgendwie Hashtags kapert, übernimmt oder ähnliches oder beispielsweise irgendwie mal in einer Kommentarspalte oder einer Social-Media-Seite eines Mediums, das vielleicht jetzt lokal oder überregional bekannt ist, irgendwie quasi den Diskurs bestimmen kann und die Vernünftigen oder die Menschen, die dagegen argumentieren, irgendwie aus dem Diskurs drängt, dass die irgendwann keine Lust mehr haben. Also sowas ist, glaube ich, das, was wir täglich an ganz vielen Stellen im Internet beobachten können und wo wir an verschiedenen Stellen auch noch dran arbeiten müssen. Es gibt aber auch tatsächlich, glaube ich, gerade diese konzentrierten Aktionen haben zum Teil, wenn sie auf eine unvorbereitete Öffentlichkeit stoßen, relativ großen Einfluss, glaube ich. Also tatsächlich sind ja beispielsweise diese Server, die es beispielsweise auf Discord gibt, wo solche Angriffe auch koordiniert werden oder inzwischen ja auch über Dark Social Gruppen oder ähnliches, sind das ja sehr konkrete Dinge, dass zum Beispiel gesagt wird, irgendwie, was weiß ich, es gibt diesen Film, es gibt diese Aktion von einer Schule, das gab es zum Beispiel letztens irgendeine Schule ohne Rassismus, die eine Aktion gemacht hat, wo dann gesagt wird, okay, dann greifen wir jetzt die Schule an und versuchen irgendwie sozusagen denen zu unterstellen, dass sie antidemokratisch sind und Zensur betreiben, weil sie halt sich gegen Rassismus aussprechen oder ähnliches. Und dann kommt es halt immer darauf an, wie stark sozusagen die Menschen sind, die dann meistens relativ überraschend, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass wenn sie eine kleine lokale Aktion irgendwie bei sich machen, dass sie plötzlich irgendwie dem Hass einer bundesweiten Trollgruppe sozusagen ausgesetzt sind, ob das Leute beeindruckt oder nicht. Und tatsächlich wird man selten jemand finden, der sich hinstellt und sagt, ja, weil wir so viel Shitstorms abbekommen haben, weil wir uns zum Thema Rassismus engagiert haben, machen wir das jetzt nicht mehr. Trotzdem ist es natürlich ein Fakt, dass das passiert. Also, dass sich davon Unternehmen beeinflussen lassen, dass sich davon Medien beeinflussen lassen und auch, wie gesagt, andere Organisationen oder Institutionen, die halt mit sowas nicht gerechnet haben. Und ich glaube, da ist tatsächlich der Einfluss doch schon relativ groß, ohne dass darüber wirklich viel öffentlich gesprochen wird, was auch Teil des Problems ist. Weil wenn man feststellen würde, oder manchmal, wie gesagt, passiert das ja auch in der Arbeit, wenn man mal so zusammensitzt wie hier, dass es viele gibt, denen es so geht, die auch vielleicht nicht wussten, wie sie zum Teil mit Dingen umgehen sollen oder ähnliches. Und sich auszutauschen ist, glaube ich, der erste Schritt, um damit souveräner umgehen zu können. Ich finde, bei diesem ganzen Thema Infowar müssen wir auch einen sehr scharfen Blick darauf haben, wie da die Entwicklung ist. Ich erinnere mich an 2016, 2017, wir haben da viel über Fake News gesprochen, wir haben da viel darüber gesprochen, dass Falschmeldungen lanciert werden. An dem Punkt sind wir nicht mehr. Ich habe das in meinem Vortrag auch erwähnt, wir schauen uns jetzt diese Seiten an und beobachten dort, dass da DPA-Meldungen geteilt werden. Diese Akteure müssen gar nicht mehr mit Falschmeldungen agieren, weil ihre Narrative schon derart etabliert sind, dass sie jede Meldung, die über irgendwelche DPA-Seiten laufen, die müssen sie nur verbreiten und können sie mit 3, 4 Buzzwords einordnen und zack, passt auch diese DPA-Meldung in ihr Weltbild. Das heißt, wir sind einfach jetzt schon einen Schritt weiter. Wir müssen jetzt mit Haltungen, die sich immer mehr festigen, umgehen. Und das ist eine Entwicklung, wo ich jetzt persönlich noch nicht so richtig sehe, wie wir da sinnvollen Hebel ansetzen. Dann habe ich gleich noch die passende Frage dazu, auch wenn hier schon Ratlosigkeit herrscht. Aber jemand hat im Publikum gefragt, was kann man denn machen, damit sich wissenschaftsfeindliche Websites, Blogs und so weiter nicht weiter verbreiten? Also das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Also das allererste, was ich da sagen würde und auch immer wieder sagen möchte, ist, man darf das nicht so abtun. Also ich habe eben, das habe ich selber ein bisschen gemacht und es so verharmlost, dass das irgendwelche Leute sind, die halt sich die Meldung machen, wie sie gefällt. Da muss man entschieden darauf hinweisen, was da nämlich passiert, nämlich ein Infragestellen unseres Wissens, unserer Wissensproduktion und dessen, was wir für Realität irgendwie annehmen. Und das muss im Kleinen anfangen. Also wenn ich in den Bioladen gehe und sehe, dass dort Barcodes irgendwie durchgestrichen sind, weil die irgendwelche bösen Energien in sich tragen, dann fängt das dort an. Und dann muss an der Stelle schon gesagt werden, ey, sorry, nee, das Produkt kaufe ich nicht mehr. Also wenn eine Firma meint, mit so einem Zeug Produkte zu verkaufen, dann ist das für mich nicht mehr okay. Da fängt es an und es geht dann eben weiter. Noch andere Ideen auf dem Podium vielleicht?
Na, ich finde tatsächlich sozusagen, gerade wenn man auf solche Quellen stößt, irgendwie auch immer wichtig, argumentativ darauf hinzuweisen, was dort das Problem ist und was sozusagen vielleicht eine gute Alternative dazu ist. Ich denke jetzt zum Beispiel irgendwie an eine Initiative, die ist schon ein bisschen älter, ich finde sie trotzdem immer noch super. Eine der größten rechtsextremen Seiten, die es auf Facebook lange Zeit gab, war eine Seite, die so tut, als wenn sie sich gegen Kindesmissbrauch einsetzt. Das ist ja ein sehr emotional besetztes Thema, zu dem man ja auch eigentlich nur eine Meinung haben kann, nämlich, dass man die Kinder schützen möchte vor den Täterinnen und Tätern, aber tatsächlich wurde diese Seite, hatte nur diesen Titel und darunter wurde ganz normal rechtsextreme NPD-Propaganda und Ähnliches verbreitet, aber die hatten dann auch irgendwann gelernt, es hatte dann ein freundliches Titelbild, sie schickten regelmäßig so Veranstaltungen rum, irgendwie, die dann auch bis zu über Millionen Teilnehmern dann hatten, die sich gar nicht angeguckt haben, wo das herkommt, und da gab es zum Beispiel, oder gibt es bis heute, eine sehr kleine Initiative, die sich einfach zusammengesetzt hat und gesagt hat, wir machen jetzt eine Facebook-Seite, die unter den gleichen Schlagworten zu finden ist, wie die rechtsextreme Seite, auf der einfach nur darüber aufgeklärt wird, die Seite, die dieses Titelbild hat, die diese Themen hat, ist eine rechtsextreme Seite und zwar aus diesen und jenen Punkten, und wenn du dich wirklich fürs Thema Kinderschutz interessierst, gibt es hier eine Auswahl von 10 weiteren Facebook-Seiten, die sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist tatsächlich so auch eine Aktion, die, also wie gesagt, die Seite wurde dann sogar auch fortgeführt und inhaltlich weitergeführt, aber das ist relativ schnell zu machen, klein zu erledigen und hat trotzdem einen sehr großen Effekt, wenn es dann eben zusammen in der Suche angezeigt wird. Und ich glaube, über solche Sachen müssen wir auch viel mehr nachdenken, wo man Interventionen machen kann, die zum Teil ja gar nicht viel mehr brauchen als eine gute Idee. Tobias Fernholz hat gerade schon gesagt, dass sich die Narrative der Rechten schon durchaus verbreitet haben und Einfluss in die Massenmedien gefunden haben. Dazu gibt es auch eine Frage, und zwar die Diskursstrategien, das Setzen von Labels und Frames ist mittlerweile bekannt. Trotzdem werden Frames und Labels insbesondere durch Massenmedien immer noch sehr unreflektiert übernommen. Wie kann man da mehr Sensibilität schaffen? Im Endeffekt drehen wir uns jetzt ein bisschen im Kreis. Wir hatten die Frage schon. Wir haben zu Beginn dieses Podiums darüber gesprochen, inwieweit man diese Themen wieder aufgreifen muss, um sie zu widerlegen. Für mich ist die einzige Möglichkeit, das zu tun, funktioniert nicht gänzlich ohne Reproduktion, aber es sollte immer wieder, wenn diese Begriffe genannt werden, auch immer wieder darauf hingewiesen werden. Auch immer wieder. Es ist dann redundant, meinetwegen. Funktioniert das bei Google? Also auch die Erklärung. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Also der Begriff ist in der Welt. Wenn ich etwas google, dann stoße ich nicht auf die Erklärung dazu, sondern ich stoße auf die Headline oder ich stoße auf das Narrativ direkt. Also wie gut funktioniert das sozusagen, diese Erklärung noch drumherum, wenn ich so einen Begriff verwende? Okay, was das angeht, da ist das Einzige, was ich mir wünsche oder was ich mir wünschen kann, ist, dass die entsprechenden Nachrichtenagenturen die Art und Weise, wie Menschen Nachrichten konsumieren, einfach stärker im Blick haben. Und das ist nämlich genau so. Ich google etwas oder kriege etwas über meinen Google News Alert in meinem E-Mail-Postfach, sehe die Headline, vielleicht noch die 3 Zeilen darunter. Und wenn dann da wieder nur die gleichen Buzzwords und Narrative wieder aufgegriffen werden und darunter dann die Erklärung kommt, habe ich da nichts von gewonnen. Das heißt, das muss beim Ausspielen der Nachrichten natürlich viel stärker berücksichtigt werden. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Das verhindert aber nicht, dass wir Themen benennen müssen, um sie zu bearbeiten. Ich würde noch was ergänzen wollen, weil ich die Frage anders verstehen würde und würde mal auf die Frage antworten, die ich verstanden habe, nämlich auch die Frage, wie man sozusagen auch mit Medien vielleicht dazu arbeiten kann, wie sie Narrative aufgreifen, wie sie das sozusagen umsetzen und Ähnliches. Und tatsächlich machen wir das ja auch teilweise, und ich merke halt auch immer wieder, dass es oft auch darum geht, sozusagen auch da berufliche journalistische Mythen beispielsweise aufzugreifen, nämlich zum Beispiel das von der Objektivität, die sich ganz viele Journalisten wünschen und die aber ja trotzdem irgendwie sozusagen etwas ist, was ich in dem Moment, wo ich Worte benutze, wo ich Erzählungen aufgreife oder sowas, trotzdem auch wieder in bestimmte Richtungen drehen kann und wo man merkt, dass man zum Beispiel da ganz viel auch mit Journalisten und Journalistinnen gut dran arbeiten kann irgendwie, wenn man beispielsweise irgendwie auch mal Beispiele zeigt, die den gleichen Sachverhalt unterschiedlich beschreiben, also wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Schlagzeile habe, die sagt, Inderinnen werden von, was weiß ich, Cottbusern zusammengeschlagen. Irgendwie habe ich eine andere Zuschreibung, als wenn ich sage, Studenten werden von Rechtsextremen zusammengeschlagen. Es war aber der gleiche Fall. Also es waren halt indische Studenten, die von Cottbuser Rechtsextremen, man könnte jetzt auch alles nennen, dann hätte man das ganze Bild dabei. Aber diese Vorstellung, man hat eine Objektivität drin, wenn man einen Vorfall zum Beispiel auf die eine oder andere Art und Weise beschreibt, ist halt einfach in beiden Fällen gegeben, und deswegen habe ich natürlich eine Wahl, welche sozusagen der Beschreibung ich auswählen will oder ob ich es dann so konkret oder so korrekt machen möchte, dass ich alle Aspekte mit drin habe, und über sowas kann man schon sprechen. Ich habe den Eindruck, dass viele, die gerade nicht zu unseren
Themen arbeiten, irgendwie darüber auch einfach in ihrem Alltag nicht groß nachdenken, gucken, wie es irgendwie in der Redaktion an sich gemacht wird, irgendwie Worte übernehmen, die halt ansonsten auch verwendet werden und denen es durchaus hilft, auch darüber nochmal nachzudenken, ob die Worte, die sie verwenden, die besten sind, die sie finden können für das, was sie beschreiben. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, erst einmal vielen Dank für eure Ideen und Lösungsansätze zum Thema Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit online. Vielen Dank für die vielen Fragen, die mich jetzt doch noch erreicht haben. Wir müssen an dieser Stelle leider schon zum Ende kommen. Wir gehen demnächst in die Pause. Im Livestream geht es aber weiter, hier auf nicht auf unserer Bühne, sondern wir haben da hinten ein kleines, schönes Separé. Da sitzt die Bloggerin und Moderatorin Nile und wird Interviews führen, auch zu diesen Themen. So geht es also im Livestream weiter. Für alle, die hier sind, gibt es jetzt eine Pause. Man kann sich dort drüben beim Catering auch noch mal stärken. Und dann geht es um 15.30 Uhr weiter mit den Workshops. Ich werde kurz noch mal sagen, was wir für Workshops haben. Und zwar ein von Katrin Androschin von der Design Akademie Berlin, Hochschule für Kommunikation und Design. Da geht es um visuelles Erzählen als Prävention hier im Mauerpark. Das ist auch dort, wo es gleich das Catering geben wird. Caroline Schwarz ist da, freie Journalistin und Gründerin von Hoaxmap, ist wahrscheinlich vielen auch ein Begriff, eine Karte, wo Vorfälle, Gerüchte über Flüchtlinge gesammelt werden und dort auch widerlegt worden sind. Und sie spricht über Fakes im Netz, Wasserstandsmeldungen und Lösungsansätze. Außerdem sind Cornelia Heiken und Liane Mallinger da von Ich bin hier und werden einen Einblick in die Arbeit der Moderatorinnen geben. Wer Ich bin hier vielleicht nicht kennt, ist eine Facebook-Gruppe, die sich eben gegen Hass und Hetze im Netz einsetzt. Und einen vierten haben wir auch noch, und zwar Viet Hoang von der Amadeo Antonio Stiftung. Und bei ihm kann man lernen, wie man im Internet gegen Menschenfeindlichkeit vorgehen kann. Das also alles im Anschluss dann um 15.30 Uhr. Und ein letzter Hinweis noch, jetzt unbedingt auf jeden Fall die Zeit nutzen, um sich zu stärken. Denn wenn nachher der Workshop dort stattfindet, dann wird es dort kein Catering mehr geben, damit die Leute auch in Ruhe ihren Workshop abhalten können. Also wer noch dringend einen Kaffee braucht oder was zu essen, der muss das jetzt erledigen, bevor die Workshops losgehen. Und damit nochmal vielen Dank ans Podium. Einen großen Applaus bitte. Applaus